Hallo lieber Stefan, du bist quasi seit deiner Geburt 05er und darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Vielen lieben Dank erstmal, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Sehr gerne. Erzähl doch mal, wer dich zu den 05ern gebracht hat und wie deine Begeisterung angefangen hat. Das war mein Opa, der tatsächlich Jahrgang 1905 war und der mich mitgenommen hat auf den Sportplatz, dem quasi auch dafür verantwortlich war, dass ich dann schließlich auch als Spieler da angefangen habe und mit dem ich zum ersten Mal im Stadion. Und wenn man mit ist ins Stadion, gerade so als kleiner Bub, gab es so ein bisschen so Fandevotionalien wie heute? Du hast jetzt den Schal um. Gab es da in der Richtung schon irgendwas? Also in meiner Erinnerung gab es damals überhaupt nichts. Wir haben damals so angefangen tatsächlich, dann wurden dann Schals gestrickt und wir haben, weiß noch, es gab den Sportschäfer in der Augustinerstraße, der hat dann 05er Wappen verkauft tatsächlich. Die hat man dann billiger gekriegt als Mitglied und man hat sich beim Jack Herrmann rot-weiße Stoff gekauft und die Mutter hat es dann zusammengenäht und dann hatte man eigene Fahnen. Wenn du zurückdenkst an den Bruchweg damals, nimm uns doch mal mit, wie sah der aus zu der Zeit, als du in den 60ern, in den späten angefangen hast, ihn zu erleben? Ja, schwarz-weiß war das alles. Mehr oder weniger schwarz-weiß. Es war so, dass alles sehr einfach war. Es waren einfache Duschen und einfache Umkleideräume. Aber was mich tatsächlich, also woran ich mich wirklich gut erinnern kann, war tatsächlich die Atmosphäre. Man ist quasi hinter dem Stadion in die Umkleidekabinen gegangen. Da war so eine relativ niedrige Baracke. Das war die Stadionkneipe, wo dann hast du dann dein Spezi ausgegeben gekriegt nach dem Spiel, vielleicht von einem Spielervater. Das waren ganz einfache Kabinen. Ich erinnere mich gut an so ein Kopfballpendel. Das war immer ein besonders hartes Training tatsächlich und musste immer hoch springen. Ich weiß gar nicht, ob es heutzutage überhaupt noch Kopfballpendel gibt. Und ich erinnere mich gut, auf der rechten Seite, kurz bevor die Hartplätze angefangen haben, war die große Kabine vom Platzwart und dann hat es da immer ganz toll nach Lederfett gerochen und nach den Lederbällen und dann durftest du da manchmal Medizinbälle rausholen und solche Hütchen und sowas alles. Da kann ich mich wirklich gut erinnern. Was bedeutet das denn für dich, ins Stadion zu gehen und im Block zu sein? Was bedeuten auch die Menschen für dich, die du da triffst? Ja, das ist schon immer schon so ein Kribbeln vor dem Fußballspiel selber. Wie wird es ausgehen? Wer ist verletzt oder gesperrt und haben wir eine Chance oder so? Und natürlich sind es immer auch die Leute. Ich treffe ja da Leute, die ich seit meiner Kindheit kenne. Ich treffe Leute, die ich seit 40 Jahren kenne, seit 30, seit 10, seit 5. Und wir versuchen natürlich immer auch, wenn Leute neu dazukommen, dass sie sich bei uns wohlfühlen. Und der Stehplatz ist schon das, was das Besondere ist am Fußball. Und das fehlt mir ungeheuer, ja. Was ich sehr beeindruckend finde, ist, dass der Fußball so eine Kraft hat, dass man da nicht nur Gefühle teilt, die was mit Fußball zu tun haben, sondern auch darüber hinaus. Ich erinnere mich zum Beispiel gut an den Tag, an dem wir uns im Stadion gesehen haben und du hattest gerade deine Mutter verloren. Warum ist es in so einem Moment ein Ort, der auch Halt gibt? Ja, eben auch, weil viele wussten, was mich da beschäftigt in dieser Zeit und weil die Leute das auch wussten, dass ich dann komme und gestresst bin oder auch froh, mal was anderes zu sehen. Und weil ich hier auch ganz in der Nähe bin von ihr und vom Friedhof. Auch von meinem Opa, da kannst du so quer durchgucken quasi. Ja, Ja, genau. in gefühlter Sichtweite. Genau, in gefühlter Rufweite sogar. Hast du das Gefühl, das ist was gesellschaftlich verstanden wird, wie viel Leuten, die regelmäßig ins Stadion gehen, aktuell über dieses Sportereignis hinaus eigentlich wegbricht? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Leute, die nicht ins Stadion gehen, können das nicht nachvollziehen. Ich glaube, dass der Stellenwert von Fußball oft belächelt wird, so sowieso, und dass es oft medial so runtergespielt wird, wie so Bonbons, die man verteilt und da fehlt halt jetzt mal kurz was, aber da kann man so eine andere Art von Bonbon dann weiterschenken und dann wird's schon. Ich glaube, dass das für viele Menschen viel mehr bedeutet als nur Fußball gucken und dass da einfach viel verloren geht im Moment. Was natürlich auch eine hohe Emotionalität hat, ist so ein Abstiegskampf wie der, den man aktuell von draußen erlebt.
Denkst du da auch manchmal drüber nach, wie wäre es jetzt, wenn man dieses Spiel gerade gemeinsam erleben könnte? Ich stelle mir jetzt mal vor, wir schlagen Leipzig und das Dach hebt sich ab hier. Mhm. Natürlich fehlt das. Ja, oder auch so Kraft geben der Mannschaft, gerade in diesen schwierigen Zeiten, wobei ich tatsächlich den Eindruck habe, dass sich vieles geerdet hat tatsächlich. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht Bo Svensson? Ja, ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie ich den einschätze, weil mit seiner ruhigen Art und mit seiner Gelassenheit ist es ja schon sehr besonders. Wir hatten ja auch schon sehr hitzige Trainer und sehr leidenschaftliche Trainer. Er ist wieder ganz anders. Aber er lässt keinen Zweifel aufkommen, was er erwartet. Und das macht einen guten Trainer aus, der nicht nur weiß, wie man taktisch spielt, sondern wie man auch Menschen führt. Und offenbar kann er das hervorragend. Das weiß ja aktuell noch niemand, wann die Rückkehr ins Stadion möglich sein wird. Ja. Wenn du dran denkst, was glaubst du, wie das erste Spiel sein wird unter, ich sag mal, wieder halbwegs normalen Bedingungen? Also nicht mit einer Handvoll Leuten, sondern wirklich mit einer vollen Bude. Ja, ich höre oft, dass die Leute vielleicht nicht mehr zurückkommen wollen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass alle kommen. Ja, und dann ist es so wie ein Familientreffen. Hoffen wir, dass wir auf dieses Familientreffen nicht mehr allzu lange warten müssen. Ja. Lieber Stefan, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit und für deine wirklich schönen Geschichten. Das hat mich sehr gefreut, dass wir das machen konnten. Gerne. Du bekommst von mir die Mainz 05 Gummibärchen in der Wortpiratin Gummibärchentüte als Dankeschön. Vielen Dank. Kannst du zu Hause mit deinen Mädels naschen. Vielen, ja. Vielen Dank. Okay, danke.